Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei ZDF heute live. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Heute gab es eine Razzia gegen die sogenannte letzte Generation. Über die haben wir hier ja schon öfter gesprochen. In mehreren Bundesländern, ihr seht es hier auf den Bildern, wurden Wohnungen von Mitgliedern durchsucht. Es wurden Konten gesperrt. Und es gibt den Verdacht, dass zwei der beschuldigten Menschen von insgesamt 7 Mitgliedern eine Ölpipeline zwischen Triest und Ingolstadt sabotiert haben sollen. Und gegen 7 Mitglieder der sogenannten letzten Generation gibt es jetzt aktuell folgenden Tatvorwurf: Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und der Hintergrund dafür ist ein Ermittlungsverfahren der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Das Verfahren wurde laut denen nach zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung eingeleitet. Ja, was sagen die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation dazu? Die verurteilen diese Aktion. Das hier hat ihre Sprecherin Aimee van Baalen heute auf einer Pressekonferenz der letzten Generation gesagt. Kanzler Scholz hat unseren Protest als völlig bekloppt bezeichnet. Doch dass zum wiederholten Male unsere Wohnung durchsucht werden, das ist völlig bekloppt. Dass sie unsere Handys abhören und uns bis zu 5 Jahre einsperren wollen, das ist völlig bekloppt. Dass unsere Lebensgrundlagen laufend zerstört werden, das ist völlig bekloppt. Kriminell sind nicht wir, die für das Klima eintreten. Kriminell ist die fehlende politische Führung in dieser Krise. Ja, und viele fragen sich heute, lässt sich diese Organisation, die letzte Generation, über die Deutschland in den letzten Wochen und Monaten viel diskutiert hat, lässt die sich wirklich als kriminelle Organisation einschätzen? Ist sie wirklich zu Recht aktuell so stark im Visier? Was würde so ein Urteil mit ihren Mitgliedern machen? Und wie verhältnismäßig ist eigentlich diese Diskussion, die wir da gerade führen? Und darüber wollen wir heute diskutieren. Und zwar mit dem Rechtswissenschaftler Thomas Fischer. Er war Vorsitzender Richter am 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs und mit Professor Matthias Jahn vom Lehrstuhl für Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und wie immer wollen wir hier auch mit euch diskutieren. Wenn ihr Fragen an meine Gäste habt oder einfach mal eure Meinung zum Thema mit uns teilen wollt, dann macht das gerne hier im YouTube-Chat oder per Mail an die jetzt eingeblendete Mailadresse. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine Gäste. Herzlich willkommen, Herr Fischer. Herzlich willkommen, Herr Jahn. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Frau Reuschel. Herr Jahn, wie blicken Sie denn auf diesen Tag und auf diese Razzia? Hat Sie das jetzt doch überrascht? Ja, das hat mich überrascht und ich blicke kritisch auf die Vorkommnisse des heutigen Tages. Es taucht die Frage auf, ob die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden tatsächlich eine kriminelle Vereinigung treffen. Und hier gibt es sehr große Zweifel. Es gibt Zweifel an der Frage, ob die Taten, die durch die Aktivistinnen und Aktivisten begangen werden, so schwer wiegen, dass man tatsächlich von schweren Anlasstaten reden kann, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu fordern sind. Und der Sachverhalt ist noch nicht vollständig überschaubar. Es gibt Informationshäppchen, die die Generalstaatsanwaltschaft in München im Moment verteilt und aus denen man sich selbst ein Gesamtbild zusammensetzen muss, das im Moment eher umriss- und schattenhaft ist. Und deshalb ist der heutige Tag erstmal einer, bei dem viele Fragezeichen an die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden zu markieren sind. Herr Fischer, die Sprecherin Aimee van Baalen hat ja gerade gesagt, in ihren Augen sei nicht die letzte Generation kriminell, sondern die fehlende politische Führung in der Klimakrise. Würden Sie da mitgehen? Ja, über den Begriff der Beklopptheit möchte ich jetzt ehrlich gesagt mich nicht äußern. Der steht natürlich zur Disposition, den kann jeder so formulieren, wie er möchte. Der Gesetzgeber hat ja diesen Straftatbestand der kriminellen Vereinigung zuletzt 2019 sehr eindeutig geklärt und hat bei dieser Gelegenheit auch festgelegt, was die Grenze für die Verhältnismäßigkeitsgrenze, die im Grundsatz für die Anwendung dieser Vorschrift sein soll. Diese Grenze besteht darin, dass Zweck oder Tätigkeit einer solchen Vereinigung darauf gerichtet sein müssen oder sollen oder
für die Frau die Voraussetzung ist, dass sie darauf gerichtet sind, dass Straftaten begangen werden, die eine Höchststrafe von mindestens 2 Jahren an. Das ist etwa bei Straftaten der Nötigung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ohne Zweifel gegeben. Und der Gesetzgeber hat damit die Grenze der Verhältnismäßigkeit, jedenfalls im Grundsatz, eindeutig festgelegt. Also die frühere Rechtsprechung unserer Gerichte, die gesagt hat, es müssen Straftaten von einer gewissen Schwere sein, die ist damit eigentlich beantwortet worden. Und ich sehe im Moment keinen Anlass, diese vom Gesetzgeber getroffene Grenze in Zweifel zu ziehen. Natürlich muss man sagen, dass der Tatbestand der Mitgliedschaft und der Gründung und der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung in Deutschland eine Geschichte hat, die immer darauf abzielt oder immer unterstellt, es handele sich um etwas ganz schrecklich Schweres. Und kaum ist dieser Tatverdacht geäußert, rückt gleich die GSG 9 an und es drohen Höchststrafen und so weiter. Das ist gar nicht der Fall. Der Tatbestand der kriminellen Vereinigung, 129 Strafgesetzbuch, setzt einfach nur voraus, dass es eine feste organisatorische Struktur gibt, die von der Mitgliedschaft einzelner Menschen unabhängig ist und die eine, sagen wir mal, zentrale Entscheidungsbildung hat, wie man sich vielleicht einen Verein vorstellen kann, laienhaft, so allgemein. Und dass diese Vereinigung, die entweder den Zweck hat, Straftaten zu begehen, oder dass die Tätigkeit dieser Vereinigung hauptsächlich darin besteht, solche Straftaten zu begehen. Und ich meine eigentlich, dass jedenfalls die Teile dieses Zusammenschlusses letzte Generation, die in sogenannten Kategorien erfasst werden, nach der Selbstbeschreibung der Organisation und die einer Kategorie angehören, die sagt, wir sind bereit, Straftaten zu begehen und auch bereit dafür, uns bestrafen zu lassen, gegebenenfalls sogar ins Gefängnis zu gehen. Herr Fischer, ich muss einmal kurz reingehen, weil jetzt sind wir schon ganz schön juristisch geworden und ich würde gerne einmal alle Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen abholen, die sich gerade fragen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Lassen wir uns danach gerne weiter diskutieren. Jonas Kapp hat mal für uns... Wie bitte? Ich habe gerade versucht, diese Frage zu beantworten. Wir können sofort weiter diskutieren. Wir haben noch mal ein kleines Stück zusammengebaut, was das für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen noch mal zusammenfasst. Lassen wir uns gleich weiter diskutieren. Grundlage für Ermittlungen zur Bildung oder Unterstützung krimineller Vereinigungen ist § 129 des Strafgesetzbuchs. Demnach müssen einer Vereinigung mehr als 2 Personen angehören, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Kriminell wird eine Vereinigung, wenn sie Straftaten begehen will, die mit mindestens 2 Jahren Höchststrafe bestraft werden können. Der Zusammenschluss ist auf Dauer angelegt und besitzt feste Rollenzuschreibung. Die Klebeaktionen der sogenannten letzten Generation gelten juristisch als Nötigung. Die Höchststrafe liegt bei 3 Jahren. Ob jemand als Mitglied einer kriminellen Vereinigung verurteilt wird, entscheiden Gerichte. So geschehen etwa bei Mitgliedern des Rockerclubs Bandidos oder rechten Hooligan-Gruppen. Ja, wir haben es gerade gehört, Rockerclubs, Bandidos, rechte Hooligans. Ich denke, auch deswegen ist heute öffentlich die Verwunderung zum Teil groß, dass jetzt eben auch Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, in die gleiche Kategorie gehören sollen. Herr Fischer, können Sie denn diesen Zweifel in der Öffentlichkeit vielleicht auch von Laien nachvollziehen, weil man so sagt, hey, die Vergleichsgröße sind jetzt Rockergruppen und Hooligans? Nein, die Vergleichsgröße für die Anwendung eines Straftatbestands sind nicht Rocker und Hooligans, sondern sind die Tatbestandsmerkmale, die im Gesetz stehen. Ich habe gerade schon versucht, das zu erläutern. Und Ihr Anspieler hat ja gerade den Tatbestand zitiert. Und daraus ergibt sich, dass das natürlich nicht nur für Rocker gilt und erst recht nicht für Terroristen, sondern dass das für jede Vereinigung mit einer solchen Struktur grundsätzlich gilt, die beabsichtigt oder deren Tätigkeit darauf abzielt, Straftaten zu begehen. Und zwar bestimmter Art und bestimmter Schwere, die sind hier aber gegeben. Da gibt es ja gar keinen Zweifel daran. Die Voraussetzungen sind erfüllt. Jetzt muss man sagen, natürlich haben diese Leute gute Ziele, aber wir wissen ja, dass zum Beispiel die guten Fernziele für eine Nötigung
nicht einfach so benannt werden können, dass man sagt, ich bin für den Frieden oder für die Rettung der Welt oder gegen den Hunger oder sonst was, sondern dass die Fernziele zunächst mal unabhängig keine Rolle spielen. Wenn jemand sagt, ich bin für die Rettung der deutschen Kultur, darf er trotzdem nicht alle Buchläden zerstören oder Fensterscheiben von Buchläden zerstören, in denen ausländische Literatur verkauft wird. Und wenn jemand sagt, ich möchte ein Tempolimit 130 einführen oder möchte die Bundesregierung dazu nötigen, das einzuführen, darf er trotzdem nicht durch die Straßen ziehen und alle Reifen von den geparkten Autos zerstören. Insoweit habe ich da mit dem Tatbestand ehrlich gesagt keine Probleme. Und auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn ein Anfangsverdacht besteht, und ich glaube, dass er besteht in diesem Fall, dann ist ja die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren zu führen. Und mehr, glaube ich, ist zurzeit nicht gegeben und kann man nicht absehen. Und was dabei rauskommt, ist ja zunächst mal völlig offen. Herr Jahn, teilen Sie diese Einschätzung? Nein, ich teile die Einschätzung nicht, und zwar unter drei Aspekten. Erstens, die Straftaten, die begangen werden müssen, müssen eine gewisse Mindestschwere haben. Herr Fischer hat natürlich recht, im Gesetz steht, das muss mit einem Höchstmaß von mindestens 2 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sein. Nun ist es so, diese letzte Änderung, von der Herr Fischer gesprochen hat, kam durch eine Änderung europäischen Rechts. Im europäischen Recht, in dem entsprechenden Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung, und nun, Brüssel ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Terrorismusbekämpfung geht. Wir denken an die Gelbwesten in Frankreich, wir denken an die Vorgänge in Griechenland, war die Grenze noch bei 4 Jahren Freiheitsstrafe gezogen. Das heißt, Deutschland hat selbstständig überobligatorisch diesen Rahmenbeschluss umgesetzt. Und ich glaube, dass sehr gute Gründe dafür sprechen, dass diese überobligatorische Kriminalisierung im Rahmen der Auslegung, nämlich bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, eine Rolle spielen muss. Es stimmt also nicht, dass man einfach nur sagen kann, hier geht es um Straftaten wie Nötigung oder um Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern man muss ganz genau darauf schauen, ob die Straftaten, die dort begangen worden sind, auch tatsächlich die öffentliche Sicherheit, also das Rechtsgut dieses Straftatbestandes, gefährdet haben. Und das kann man jedenfalls für das, was man gerade im Einspieler sieht, für die Klimakleberaktivisten in ihrer klassischen Performance nicht sagen. Natürlich gibt es jetzt erste Indizien dahin, dass beispielsweise öffentliche Betriebe gestört worden sein könnten. Die Ölversorgung, davon war ja die Rede in Bayern, und möglicherweise auch andernorts. Wenn sich diese Hinweise verdichten sollten, dann muss man erneut in eine Abwägung eintreten. Aber bisher ist mir das vom Sachverhalt her noch nicht ganz klar geworden, was die Generalstaatsanwaltschaft in München hier an Sachverhaltsinformationen hat. Muss ja vielleicht auch noch nicht klar sein in diesem Stadium des Verfahrens. Aber die Fragezeichen bleiben. Zweiter Punkt. Das Gesetz, das Herr Fischer ja zu Recht aufruft, sagt ausdrücklich, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist, dann liegt keine kriminelle Vereinigung vor. Das heißt, das Leitbild, und das ist tatsächlich auch historisch so, ist letztlich eine kriminelle Struktur wie die Mafia. Und da wird man natürlich sagen können und auch müssen, deren Hauptzweck ist die Begehung von Straftaten. Das ist evident. Bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten liegt der Hauptzweck, das ist ja heute auf der Pressekonferenz nochmal deutlich geworden, in einem Zweck, den auch das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, für besonders schützenswert hält, nämlich Aktivitäten, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und uns vor einer Klimakatastrophe zu bewahren. Und deshalb muss man sehr genau darauf schauen, ob man tatsächlich sagen kann, hier geht es um Straftaten als Selbstzweck. Ich glaube auch, dass hier Straftaten begangen worden sind, die sind aber nicht so schwer. Oder geht es hier um Straftaten als symbolische Handlung, als eine Möglichkeit, um Öffentlichkeit herzustellen? Und dann muss man im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch diese Fragen beantworten. Und die sind mir bis jetzt durch die Ermittlungsbehörden noch nicht hinreichend beantwortet. Da werden wir die nächsten Tage noch abzuwarten haben, ob hier noch nachgeliefert wird. Ja, wir sehen, die Meinungen gehen zu diesem Punkt auf jeden Fall auseinander. Ich würde gerne einmal gemeinsam mit Ihnen auf einen Tweet gucken, besser gesagt auf einen Screenshot,
der Website der letzten Generation. Da haben Besucher der Website heute Morgen diese Zeilen lesen können. Da steht, die Homepage der letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 im Strafgesetzbuch dar. Und das Besondere daran ist, dass im Laufe dieses Tages die Bayerische Staatsanwalt oder die Generalstaatsanwaltschaft München das gewissermaßen zurückgezogen hat. Mittlerweile liest man da nur noch, es besteht ein Verdacht auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das ist ja schon etwas, was heute viele kritisiert haben. Ging das nicht ein bisschen schnell, dass heute Morgen auf der Website der letzten Generation schon diese Zeilen zu lesen waren, Herr Fischer? Ja, ich glaube auch, dass das zu weit geht. Wir sind ja in einem Stadium, in dem ein Anfangsverdacht besteht. Und die Staatsanwaltschaft ist vom Gesetz wegen dazu verpflichtet, einem Anfangsverdacht nachzugehen. Das sagt uns das sogenannte Legalitätsprinzip. Und bei einem Anfangsverdacht, der sich jedenfalls mal mit der formellen Gesetzeslage in Deutschland in Übereinstimmung befindet, muss die Staatsanwaltschaft nicht vorab schon sagen, dass es möglicherweise mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Ja, und wenn es so ist, dann muss natürlich die Staatsanwaltschaft bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens darauf hinweisen und davon ausgehen und es auch deutlich machen, wenn sie schon Presseerklärungen verteilt, dass es sich nicht um eine feststehende Feststellung handelt, nicht um einen endgültig ermittelten Sachverhalt, sondern nur um einen Verdacht. Und deshalb ist nach meiner Ansicht diese von irgendeinem Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft oder der Polizei, weiß ich jetzt nicht genau, eingestellte Bemerkung, die LG sind eine kriminelle Vereinigung, wer immer da Spenden zahlt, macht sich der Unterstützung strafbar, schlicht und ergreifend unzulässig gewesen. Und deshalb, glaube ich, ist es vollkommen zu Recht wieder von der Homepage gestrichen worden. Und da steht jetzt halt, es gibt einen Verdacht und daraus kann sich jeder ableiten, was er will. Ob wie der Verdacht ausgeht, wie die Prüfung ausgeht, ist vollkommen offen. Das hat der Jan ja vollkommen richtig dargestellt. Und die bloße Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Anfangsverdachts reicht hier, wie auch in allen anderen Fällen des deutschen Strafrechts und Strafprozessrechts, selbstverständlich nicht aus, um schon vorab eine Vorverurteilung oder eine Schuldfeststellung zu treffen. Jetzt stand ja aber dieser Vorwurf heute relativ lange im Raum, beziehungsweise auf dieser Website. Da kann man sich ja schon fragen, so ein Vorwurf ist verbunden mit gewissen Vorurteilen, mit einem Ruf, der jetzt erstmal an der letzten Generation haftet. Gibt es in so einem Fall vielleicht sogar Konsequenzen für Behörden, Herr Jahn? Also es geht ja im jetzigen Stadium des Verfahrens vor allen Dingen mal um das Symbol, das hier kommuniziert werden sollte, das wir übrigens bisher eigentlich nur aus amerikanischen Strafverfahren kennen, wo das FBI Seiten beschlagnahmt, illegaler Provenienz, und das dann sozusagen prominent platziert und anzeigt. Der eigentliche Punkt ist doch, diese Aktion zeigt, worauf die Bejahung eines Anfangsverdachts des Bestehens einer kriminellen Vereinigung im Kern zielt. Es geht doch nicht so sehr darum, dass jetzt ernsthaft davon ausgegangen wird, dass Aktivistinnen und Aktivisten eines Tages vor einer Staatsschutzkammer oder gar einem Staatsschutzsenat eines Oberlandesgerichts stehen und sich dort zu verantworten haben wegen dieser kriminellen Aktivität. Nein, es geht um das große Besteck der Strafprozessordnung. Es geht um die maximal eingriffsinvasiven Maßnahmen, die die Strafprozessordnung ermöglicht, also beispielsweise Telekommunikationsüberwachung, beispielsweise Lauschangriffe, beispielsweise Online-Durchsuchungen oder eben wie heute Durchsuchungen in einigen Fällen, die natürlich richterlich genehmigt worden sein müssen. Und das soll erzeugen, das finde ich, ist die richtige Botschaft, die eine der Damen vorhin auf der Pressekonferenz geäußert hat, ein bestimmtes Klima. Und in diesem Klima soll verhindert werden, dass Aktivistinnen und Aktivisten sich weiter in der Art betätigen, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Das hat sicherlich etwas mit Prävention zu tun. Das ist aber nicht die Aufgabe des Strafverfahrens, jedenfalls nicht seine Hauptaufgabe.
Und das hat möglicherweise auch etwas zu tun mit heraufziehenden Wahlkämpfen, wo man natürlich auch darauf schielt, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich fragen, ist der Staat aktiv genug, macht der genug und ist er dafür auch tatsächlich dazu tatsächlich in der Lage, unsere Straßen von diesen Klimaaktivistinnen, Aktivisten, die zur Unzeit sich festkleben, freizuhalten. Da gibt es offenbar Zweifel und dann ist natürlich eine solche jetzt im Wortsinne im Internet sichtbare plakative Aktion mit der Beschlagnahme von Webseiten und der Hinterlegung eines Banners, wir tun was, ein probates Mittel, um in einer Art von Befreiungsschlag kommunizieren zu können. Jetzt haben Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, die diesen Umtrieben sozusagen ein Stoppschild hinstellen. Und das ist etwas, da sagt der Fischer völlig zu Recht, was der Staatsanwaltschaft und den Polizeibehörden auch nicht ansteht, sondern das Ermittlungsverfahren, das jetzt hier in Gang kommen mag, ist ein staatliches Ermittlungsverfahren, das sich nicht dadurch abspielen sollte, dass es sozusagen im Internet weiter kommuniziert wird, um Aktivistinnen und Aktivisten einzuschüchtern. Das heißt, man könnte sich jetzt in diesem Kontext schon fragen, ob das nicht gewissermaßen auch politisch motiviert ist. Also darüber will ich mich nicht in Spekulationen ergehen. Ich gehe zunächst mal davon aus, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Kolleginnen und Kollegen in Bayern ihre Arbeit tun, Anfangsverdacht prüfen und wenn sie ihn bejahen, dann die, wie Herr Fischer zu Recht sagt, nach dem Legalitätsprinzip notwendige Maßnahmen ergreifen. Natürlich kann man nicht die Augen davor verschließen, dass etwa in Berlin die Frage des Bejahens oder Verneins der Voraussetzung einer kriminellen Vereinigung Gegenstand politischer Erwägung auf Ebene der Justizsenatorin ist und dass die Fragen in Brandenburg auch bis hinein in die Ebene der Politik begleitet worden sind, beispielsweise durch Zustimmung zu den Aktivitäten der Staatsanwaltschaft in Neuruppin. Wer das verkennt, ist naiv. Natürlich sind das hier auch politische Themen, die verhandelt werden. Das muss aber ganz klar geschieden werden von den Tätigkeiten der Staatsanwaltschaften, bei denen ich bisher keine Indizien habe, dass dort aus sachwidrigen, möglicherweise auch politischen oder gar parteipolitischen Motiven zu den maximal invasiven Mitteln der Strafprozessordnung gegriffen worden ist. Aber die Gefahr, dass dieser Eindruck entsteht, die besteht. Herr Fischer, teilen Sie diese Meinung? Naja, die hier betroffenen Aktivisten, also die Mitglieder des Zusammenschlusses Letzte Generation, begründen ihre Tätigkeiten ja durchaus und rundum politisch. Also ist natürlich die Reaktion des Staates darauf in einer gewissen Weise immer irgendwie politisch motiviert. Was Sie mit Ihrer Frage, was in der Frage sozusagen mitschwingt, ist ja ein bisschen sachwidrig politisch instrumentalisiert. Und dazu muss man sagen, ist ja doch eigentlich erstaunlich, dass immer, dass diese Frage gleichzeitig mit dem Hinweis darauf gestellt wird, dass diese Aktivisten, diese Täter, um das mal so zu sagen, jetzt sehr verdienstvolle politische Ziele verfolgen. Man hat bisher noch nicht darüber diskutiert, ob das möglicherweise eine versuchte Nötigung von Verfassungsorganen ist. Das ist auch ein interessanter Straftatbestand, der noch nicht erörtert wurde in diesem Zusammenhang. Die Aktivisten sagen, wir werden unbeteiligte Menschen so lange nötigen, und zwar Menschen, die sich dem nicht entziehen können und die dem auch gar nichts entgegensetzen können. Ich kann so elektrisch und so sparsam und so wenig fahren, wie ich will. Ich falle diesen Aktivisten trotzdem zum Opfer und muss stundenlang mit Zahnschmerzen im Stau stehen oder schwere wirtschaftliche Folgen haben, weil ich wichtige Termine verpasse. Und die sagen, das ist jetzt auch mal egal. Wir möchten, dass Olaf Scholz und die Regierung ein Tempolimit einführt oder ein Bürgerrat oder was auch immer für sinnvolle oder weniger sinnvolle Maßnahmen da gefordert werden. Das sind ja politische Gründe. Und wenn man sagt, ja, die wollen ja nur das Beste, dann kann man ja nicht gleichzeitig sagen, es ist falsch, dieses Beste sozusagen in den Gesamtrahmen des Strafgesetzbuchs und der vom Strafgesetzbuch und der Verfassung des Grundgesetzes vorgegebenen Rahmen zu stellen. Man kann fast jede Tat, die man sich vorstellen kann,
zum Beispiel auch viele Taten von rechtsgerichteten Gruppierungen. Wenn man die nur lang genug abstrahiert, kann man daraus durchaus anerkennenswerte Ziele irgendwie formulieren. Ja, es geht um Deutschland, es geht um Sicherheit, es geht um Freiheit, es geht um deutsche Sprache oder was auch immer. Ja. Und das kann man, wenn man das nur genügend, wenn man das nur genügend abstrahiert, kann man sagen, ja, dann muss das halt auch möglich sein und dann darf sich der Staat da nicht einmischen. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Denn eine mit Gewalt, und das ist ja in der Rechtsprechung eigentlich entschieden, mit Gewalt durchgeführte Nötigung völlig unbeteiligter Menschen, allein zu dem Zweck, diese Menschen als Mittel zu instrumentalisieren, um Aufsehen zu erregen und um in diesem Fall ausdrücklich sogar die Bundesregierung zu irgendwelchen Maßnahmen zu nötigen, ist rechtswidrig. Und das muss man ja nicht weiter relativieren. Natürlich ist der Zweck Klimaschutz ein guter Zweck. Da gibt es ja keinen Zweifel daran. Aber wenn man plant, solche Straftaten zu begehen und wenn man eine Organisation gründet, die in ihrer Struktur mit Hilfsorganisationen, mit Unterstützung, mit psychologischen Eingreiftruppen, mit Anwaltsgruppen und so weiter, mit einer zentralisierten Entscheidung darüber, wo welche Aktionen stattfinden. Und wenn man dabei nicht nur in Kauf nimmt, sondern gezielt darauf abzielt, Zehntausende, möglichst viele Menschen, möglichst lange zu bloßen Instrumenten und bloßen Objekten der eigenen Demonstration zu machen, dann ist das eine Straftat, die die Voraussetzungen nicht nur der Nötigung erfüllt, sondern die, wenn sie so organisiert durchgeführt wird, auch die Voraussetzungen einer kriminellen Vereinigung erfüllt, jedenfalls in dem Rahmen, in dem das vom Gesetz vorgesehen ist. Ja, apropos Bundesregierung, lassen Sie uns mal auf die Reaktion der Innenministerin Nancy Faeser blicken. Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, was so wie es ihre Pflicht ist. Die rote Linie im Rechtsstaat ist aus meiner Sicht ganz klar, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, legitimer Protest endet immer dort, wo Straftaten begangen werden und andere in ihren Rechten verletzt werden. Herr Jahn, wie bewerten Sie denn den Umgang der Politik bisher mit der letzten Generation? Es gibt ja jetzt auch einige Stimmen, die sagen, man treibt eigentlich diese Gruppe gerade mit diesen Maßnahmen eher noch in die Radikalisierung und die Politik müsste offener auf sie zugehen. Also es werden Märtyrer gemacht. Das, glaube ich, kann man nicht verkennen. Und natürlich kann man auch nicht verkennen, das hat Herr Fischer, finde ich, auch deutlich werden lassen, dass es die Aktivistinnen und Aktivisten natürlich auch darauf auslegen und darauf aus sind, den Rechtsstaat bis auf das Äußerste zu reizen, um dann möglicherweise als Märtyrer dazustehen. Aber das, was Frau Faeser eben gesagt hat, vermischt die Ebenen und auch, wie sich Herr Fischer geäußert hat, geraten mir zwei Ebenen zu sehr durcheinander. Das ist einmal die Ebene der Straftatbegehung. Ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass die meisten Begehungsweisen etwa vom Festkleben auf Straßen oder wie wir das eben noch mal im Einspieler gesehen haben, vom Beschmutzen von Kunstwerken oder von öffentlichen Gegenständen wie dem Grundgesetzdenkmal am Berliner Reichstag, dass es sich hier um Straftaten handelt und dass es sich dabei auch um Straftaten handeln soll, ist, glaube ich, sehr gut vertretbar, weil es die Aktivistinnen und Aktivisten genauso wie beim klassischen zivilen Ungehorsam darauf anlegen wollen, dass eine rote Linie überschritten wird, nämlich die Grenze zur Strafbarkeit. Das sichert die öffentliche Aufmerksamkeit und gewissermaßen wird damit auch erst glaubhaft, dass es sich um eine so existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise handelt, weil die Aktivistinnen und Aktivisten sich hier eben auch selbst existenziell engagieren und sogar das Risiko eines Strafverfahrens eingehen. Das ist die eine Ebene des Protestes. Das ist die Ebene von, nennen wir es, Primärstraftaten. Aber der Schluss, dass daraus eine kriminelle Vereinigung entsteht, das ist mir zu kurzschlüssig. Und das wird auch in dem Einspieler mit dem Statement von Frau Faeser etwas miteinander vermischt, weil jetzt hier das Symbolhafte Überhand gewinnt. Also dieses
Wir tun etwas gegen diese Empörung. Und natürlich ist es einfacher, die Geldquellen abzuschneiden, die Kommunikation zu erschweren, die Aktivisten vom Internet zu trennen, als im Einzelfall Strafverfolgung zu betreiben. Und für das Zweite, für die kriminelle Vereinigung, bin ich nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die Straftaten, um die es geht, eine Schwere erreichen, eine, wenn man so will, Gravität erreichen, dass die öffentliche Sicherheit durch diese Vereinigungen in Mitleidenschaft gerät. Ich kann nicht erkennen, wie ein Klimakleber, wenn er, wie Herr Fischer das nachvollziehbar dargelegt hat, dazu führt, dass jemand 2 Stunden lang später nach Hause kommt, die öffentliche Sicherheit in einem starken Sinne verstanden beeinträchtigt, sondern das ist eine Unbequemlichkeit, das ist im Einzelfall empörend. Viele von uns, ich eingeschlossen, haben auch unter diesen Aktivitäten schon gelitten, aber dass ich mich in meinem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt fühle, das ist, glaube ich, nochmal ein weiterer Schritt, den ich im Moment noch nicht zu gehen bereit bin. Wenn sich Hinweise verdichten, wie gesagt, dass Anlagen etwa so wie Ölpipelines, die der öffentlichen Versorgungssicherheit dienen, tatsächlich konkret gefährdet worden sind, dann muss man den Sachverhalt nochmal neu bewerten. Aber das ist derzeit allenfalls in Umrissen erkennbar. Da frage ich doch direkt mal Herrn Fischer. Fühlen Sie sich denn aktuell in Ihrem in Ihrer Sicherheit in Deutschland beeinträchtigt durch die letzte Generation? Die Voraussetzungen des Tatbestands der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ist nicht, dass sich der einzelne Herr Fischer in seiner Sicherheit bedroht fühlt. Das ist vielmehr das gesetzgeberische Motiv. Da muss man schon unterscheiden, meine ich. Und natürlich kann man sich in seiner Sicherheit bedroht fühlen, wenn man Opfer einer solchen Straftat wird. Wenn vorne Menschen stehen, die mit Gewalt, also zum Beispiel Bäume fällen oder Container über die Straße sperren, legen, damit möglichst Zehntausende von Menschen möglichst lange da stehen und sich nicht auch fortbewegen können, ist das halt eine Straftat. Und ob man die Straftat jetzt für schwer genug hält oder nicht, das ist eine Frage, die zunächst mal der Gesetzgeber zu entscheiden hat. Ich meine, der Gesetzgeber hat es entschieden im § 129 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Und immer wieder neu diesen moralischen Aspekt einzubringen, dass es doch nette Menschen sind und dass sie gute Ziele verfolgen. Das ist ja alles vollkommen richtig. Ich habe ja nichts gegen das Ziel, das Klima zu retten oder die Bundesregierung dazu zu bringen, ein Tempolimit einzuführen oder Ähnliches. Ich meine nur, dass Menschen zum Beispiel zu Recht bestraft werden, wenn sie zu diesem Zweck alle Autoreifen zerstechen von geparkten Autos oder sonst irgendwelche Straftaten begehen, die sich niemand gefallen lassen muss. Und niemand muss sich doch mit Gewalt daran hindern lassen und nötigen lassen, sich sich frei zu bewegen, solange das zulässig ist. Und die bloße Berufung auf ein moralisch hochstehendes Fernziel ist ja irgendwie auch weder gesetzlich vorgesehen, noch ist sie irgendwie plausibel, weil die ist ja vollkommen beliebig. Man kann, wenn man sagt, ich bin für den Frieden und für das Leben der Menschen oder ich bin für das menschliche Leben, darf man trotzdem nicht alle Abtreibungsärzte oder Abtreibungskliniken blockieren und alle Frauen, die diese Gynäkologen aufsuchen, mit Gewalt dazu nötigen, da wieder nach Hause zu gehen. Man darf es nicht. Es ist eine Nötigung. Und wenn man dann sagt, ich bin aber ein Freund des Lebens, ändert es nichts daran. Und so kann man sich viele Beispiele ausdenken, bis hin zu richtig rechtsradikalen, motivierten Straftaten, bei denen niemand einen Zweifel hat, dass es strafbar wäre. Und wenn man die Leute fragt, dann oder irgendwelche Reichsbürgerstraftaten, wird man von denen auch irgendwelche Ziele genannt bekommen, die sich moralisch hochstehend anhören. Der Grundsatz ist, dass Moral und Strafrecht zwar zusammenhängen, aber nicht identisch sind. Und die bloße Berufung auf ein moralisch hochstehendes Ziel kann nicht dazu führen, dass man für sich selbst
und seine Gesinnungsgenossen in Anführungszeichen Ausnahmen von gesetzlichen Regeln postuliert, an die sie alle anderen halten müssen. Wenn irgendjemand die Mitglieder dieser Organisation einsperrt oder nötigt oder entführt oder sonst irgendwas und sagt, so, das tun wir jetzt für die Sicherheit Deutschlands, dann werden die sicher die Ersten, die sagen, die Sicherheit Deutschlands reicht aber nicht aus, um mich der Freiheit zu berauben. Sondern man muss mir irgendwas nachweisen, ich habe dich ja nicht angegriffen, was habe ich dir getan und so weiter. Und ich denke, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auch darauf angewiesen ist und eine doch, muss man sagen, bemerkenswert positive Tradition darin hat, solche allgemeinen Regeln einzuhalten. Dahinter steht ja auch immer die Gefahr, was passiert. Wird diese Organisation Erfolg haben? Wird die Bundesregierung sich da nötigen lassen dazu, ein Tempolimit einzuführen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen? Die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich gering. Was bedeutet das für diese beseelten jungen Menschen, überwiegend jungen Menschen? Sie werden enttäuscht werden. Und was passiert mit einer solchen Organisation, die sagt, es geht um alles, es geht um unser Leben und dafür sind wir bereit, alles zu tun und alles zu riskieren. Zu diesen Jungen darf ich eine Frage mal einwerfen, weil wir gerade an dem Punkt sind, zu den jungen Menschen. Da kriege ich gerade ganz viele Fragen im Chat. Das sind Fragen, die sich wahrscheinlich viele Menschen heute schon gestellt haben. Nämlich fragt Sven Odendahl auf Facebook, was bedeutet das jetzt für all jene, die sich an zukünftigen Demonstrationsaktionen beteiligen würden? Und auch die Frage, was muss ich vielleicht befürchten, wenn ich mal einen Betrag an die letzte Generation gespendet habe? Was bedeutet dieser Tag heute für diese Menschen? Ja. Die Frage ist interessant, hat allerdings wenig mit dem zu tun, was ich gerade ausgeführt habe. Ich wollte nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass die Gefahr besteht, dass Menschen, die enttäuscht werden, die in Aktionen hineingetrieben werden, bei denen es angeblich um alles geht und bei denen entweder heute oder nie entschieden werden muss, dass sie enttäuscht sind. Und wenn 100 Menschen enttäuscht werden, werden 95% sagen, okay, dann halt nicht. Aber 5 werden möglicherweise sagen, dann müssen halt andere Mittel her. Da muss man noch radikaler werden. Das ist ja immerhin immer doch eine Gefahr von solchen, wie soll ich sagen, von solchen ein bisschen religiös teilweise anmutenden Bewegungen. Und auf Ihre Frage geantwortet, ja, natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass es sich um Straftaten handelt, und dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass wenn man solche Taten dann begeht, dass man dann wegen solcher Straftaten verurteilt wird oder verfolgt wird jedenfalls. Und wenn man an eine Organisation spendet, von der sich herausstellt, dass es eine kriminelle Vereinigung ist, dann kann das natürlich im Einzelfall eine Unterstützung sein. Das ist ja auch ein Straftatbestand, das ist strafbar, nicht mit derselben Strafe, aber mit einer geringeren Strafe. Und da ist Voraussetzung, dass man den Vorsatz hat und dass man die tatsächlichen Umstände alle kennt, die das begründen können. Und insoweit muss man sagen, ja, in der Tat, es ist genauso gefährlich, wie zu sagen, ich werde Mitglied der Hells Angels. Und die Hells Angels sind irgendein Chapter, ist als kriminelle Vereinigung angesehen. Und wenn man da Mitglied wird, muss man halt damit rechnen, dass man da verfolgt wird. Das ist halt so, diese Gefahr besteht. Das ist ja genau die Gefahr, zu der die Organisation einlädt und sagt, schließt euch uns an, wir begehen öffentlichkeitswirksame Straftaten, um die Menschen aufzurütteln. Und wenn man das nicht will, dann soll man halt an Fridays for Future spenden oder an andere Organisationen, die solche Taten nicht ankündigen und deren Tätigkeit, nicht der Zweck natürlich, da hat der Jan völlig recht, aber deren Tätigkeit jedenfalls darin besteht, teilweise genau sowas zu tun. Also das Risiko ist bekannt und das ist ja auch kein Rätsel. Und wenn man das in Kauf nehmen möchte, kann man es tun. Das ist ja das Angebot, was diese Organisation macht. Komm zu uns, begeh Straftaten, geh ins Gefängnis und die Welt wird gerettet. Herr Jahn, müssen jetzt vielleicht junge Menschen, die uns gerade zuschauen, die etwas gespendet haben oder sich einem Protestmarsch anschließen wollen, müssen die befürchten, zukünftig als Teil einer kriminellen Vereinigung gesehen zu werden?
Na, im Moment kommt es noch darauf an, wo sich diese Zuschauerinnen und Zuschauer befinden. Soweit sie sich im Zuständigkeitsbereich der Generalstaatsanwaltschaft München befinden, wohl schon. Das ist ja die Botschaft des heutigen Tages. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung kann jedenfalls in Bayern auch bedeuten, eine Spendenaktion, die sich auf eine finanzielle Unterstützung beschränkt. Und das zieht natürlich, wenn man sich zurückerinnert an die unselige Tradition der Unterstützung terroristischer Vereinigungen der 1970er Jahren. Das kann also hingehen bis zum Werben durch Plakataktionen, Entschuldigung, durch Ähnliches. Geht also sehr, sehr weit in ein Vorfeld hinein. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung, die bisher mir nicht veranlasst erscheint. Ich sehe einen substanziellen Unterschied zwischen der Unterstützung der Hells Angels, die jetzt zitiert worden sind, oder der Mafia und der letzten Generation, weil die Taten, um die es hier geht, eine andere Qualität haben. Und weil das, was ich dort unterstützen möchte, ich rede gar nicht, da sagt Herr Fischer völlig zu Recht, von den Fernzielen, die hier beabsichtigt sind, sondern ich rede zunächst mal von den Taten, die mit diesen Unterstützungsleistungen begangen werden, weil die Taten, um die es hier geht, nicht Schutzgelderpressung sind, nicht das Töten von Zeugen sind, die in Strafverfahren gefährlich werden können oder die Entführung, sondern es geht hier zunächst mal um Sachbeschädigung, um Nötigung und um andere minderschwere Delikte, die das Maß, das das Gesetz nach meiner Lesart aufrichtet, errichtet, nicht reißen und deshalb nicht als kriminelle Vereinigung verfolgt werden sollten. Herr Jahn, Herr Fischer, ich danke Ihnen für diese Diskussion und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank. Und ich werfe jetzt zum Schluss nochmal einen Blick in die Kommentare und gucke mal so drauf, was eure Meinung da draußen ist. Ob sie auch immer so juristisch begründet ist, wir werden mal sehen. Julia Barrow schreibt auf Facebook: Diese Aktion ist ein Armutszeugnis für unsere Demokratie. Aktivisten einschüchtern ist das entscheidende Stichwort. Mir schreibt aber auch jemand, fragt auch mal einer, was der Blödsinn kostet. Abgesehen von der tatsächlichen Nötigung und der Freiheitsberaubung kosten die Einsatzkräfte, die sich um die kümmern, einen Arsch voll Geld. Ja, also bei euch gehen die Meinungen ziemlich auseinander und wir haben ja gerade schon gehört, wir können da ganz, ganz viel drüber sprechen, aber eigentlich ist gerade noch gar nicht so richtig viel klar nach diesem Anfangsverdacht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und danke für eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.